aufzeigen. So, Gianni, jetzt machen wir, jetzt wollen wir mal deine Story arbeiten. Jetzt will ich von dir wissen, deine Vergangenheit Okay. oder Unzufriedenheit. Wenn es geht, bitte so ehrlich wie möglich. Okay. Gott, wie soll ich da anfangen? Also ich fange einfach an mit meiner Vergangenheit. Ich hatte keine schöne Vergangenheit. Ich hatte auch kein schönes Leben bei meiner Mama. Ich bin auch sehr, sehr früh ausgezogen. Ich bin Ja, mit schon mal gut. Da will ich noch länger, ein bisschen länger reingehen. Ich zum Beispiel erzähle bei mir, ich bin groß geworden in einer, bei einer alleinerziehenden Mutter mit 4 Kindern. Ich bin, mein Vater war Säufer, hat kein Geld bezahlt. Meine Mutter hat quasi 4 Kinder allein großgezogen, ohne Geld vom Staat, weil mein eigenes Haus geerbt habe vom Opa. Und sie wollte nicht das Haus verkaufen, also war auch kein Geld vom Staat da. Also meine Mutter war nur am Arbeiten. Jetzt zum Beispiel, ich erzähle dieses Negative, wo sich die meisten Menschen schämen, mein Vater ist Säufer, ne, gewesen, erzähle ich. Deine Schwäche, ab dem Zeitpunkt, wo deine Schwäche, wo dich so drückt, wo du dich schämst dafür, du machst die öffentlich, ist es nicht meine Schwäche, das ist eine Stärke. Denn du hilfst damit anderen Menschen, wo sich da verbergen. In dieser schäme ich mich, weißt du, mein Vater Säufer. Ne? Ich sage es. Und dann ist es eine Stärke. Okay. Jetzt erzähl mal deine Story mit dem Wissen jetzt. Also meine Mutter war auch alleinerziehend, hat 7 Kinder großgezogen. Meine Mutter war auch Alkoholikerin, hat sich nicht um uns gekümmert. Ich war auch bei Pflegefamilie. Anschließend bin ich dann zu meinem Bruder gezogen. Mein Vater wollte nie was von uns wissen und wir waren ihm auch egal. Meine einzigste Hoffnung war eigentlich nur meine Großeltern. Die haben mich großgezogen, haben mich immer nach Slowenien runtergebracht. Dann habe ich mich mit meinem Bruder verstritten. Wo ich 18 geworden bin, habe ich dann meine Ausbildung angefangen und dann bin ich von meinem Bruder rausgeschmissen worden, sozusagen. Dann hat meine Oma und Opa mir eine Wohnung gekauft. Ein Jahr später hat meine Mutter ihre Wohnung verloren und dann musste ich aus meiner Wohnung wieder ausziehen. Und dann hatte ich nur innerhalb von 2 Monaten Zeit, eine eigene Wohnung zu finden. Habe ich dann auch Gott sei Dank gefunden. Dann habe ich auch meine Ausbildung abgeschlossen, meinen Führerschein bestanden, wollte natürlich mein drittes Lehrjahr machen, habe es aber nicht bekommen. Und seitdem bin ich jetzt beim Aldi tätig. Drittes Layer, was hast du gelernt? Also ich habe Verkäuferin gelernt, ich wollte eigentlich Einzelhandelskauffrau lernen, aber ich habe das dritte Lehrjahr nicht bekommen. Aldi. Ja. Und das heißt, du hast also eine sehr harte, emotional, sehr harte Kindheit und Jugendzeit gehabt. Und bist trotzdem nicht drogenabhängig geworden, alkoholabhängig geworden und hast trotzdem Führerschein gepackt, hast dein eigenes Wohnung und hast dich quasi jetzt ein Leben von der Basis her aufgebaut. Jetzt kommt deine Unzufriedenheit. Meine Unzufriedenheit ist, ich verdiene viel zu wenig beim Aldi, ich mache nur Überstunden, ich muss immer kommen, wenn die sagen, komm. Ich habe eigentlich kein privates Leben mehr. Also wenn ich jetzt mal was mit meiner Freundin machen muss, zum Beispiel samstags oder freitags, hey Mädels, ich kann nicht so lange bleiben, ich muss am nächsten Morgen arbeiten, Frühschicht oder ich habe Spätschicht. Also ich habe eigentlich nichts davon. Meistens habe ich unter der Woche frei, aber im Endeffekt, die arbeiten ja alle. Und mit dem freien Tag kann ich eigentlich nichts anfangen dann. Dann bin ich nur daheim. Und das Also, Wichtigste ist für mich einfach, ich verdiene einfach viel zu wenig Geld, damit, weil ich nicht weiß, wie ich meine ganzen Fixkosten haushalten soll. wie viel bleibt am Ende des Monats übrig? Also, das ist nur für mich 100 Euro. Also, da ist wirklich Essen, Auto, Versicherungen, alles drin mit Tank. Also, nur für mich bleiben 100 Euro übrig. Nicht viel, ne? Nee. Und für das, dass du quasi keine Freizeit hast und nur arbeiten musst, irgendwie nicht viel, ne? Du bist 21. Ja. Und willst du irgendwann noch Kinder haben? Ja, natürlich. Eine Familie gründen, ne? Ja. Und wie soll das gehen? Das ist eine gute Frage. Es geht ja nur Abhängigkeit vom Mann, ne? Ja. Also ich will mich ja auch hocharbeiten, bloß weiß ich nicht wie und was und
Dann habe ich mir auch überlegt, eine zweite Ausbildung anzufangen, aber dann verdiene ich ja noch weniger Geld, dann kann ich mir meine Wohnung nicht mehr halten, mein Auto nicht mehr halten. Also bedeutet es eine Abhängigkeit dann irgendwann später vom Mann. Ja. Wie fühlt sich das an? Scheiße. Voll scheiße, ne? Du wolltest, dass du da so ein Lied, keine Frage, aber wenn du den richtigen Mann findest, ist irgendwie Abhängigkeit ist Kacke, ne? Ja. Jetzt kommt die Lösung. Weißt du, und in der Situation habe ich dann hab ich eine Freundin, eine Arbeitskollegin, hat mir dann im Geschäft erklärt, Produkte gezeigt. Und das Tolle an den Produkten ist, dass die Produkte mit der Kraft der Natur helfen, im Beauty-Bereich, im Gesundheitsbereich. Ich persönlich sehr angesprochen. Und das Interessante dabei ist, dass die Firma, die Produkte herstellt, keine Werbung macht. Und das ganze Geld in Menschen investiert. Die motiviert sind, die Produkte an anderen Menschen weiterzuempfehlen. Das heißt, man kann damit Geld verdienen und das risikolos und stressfrei. Und der Verdienstplan gibt dir die Möglichkeit, Schritt für Schritt etwas aufzubauen, was dir selber gehört. Du kannst dir einen Nebenjob aufbauen, einen super Nebenjob aufbauen oder sogar die Hauptberuflichkeit aufbauen. Das begeistert mich. Und jetzt habe ich meine Lösung, wie ich mein Leben selbstbestimmt aufbauen kann in meiner Freizeit. Ich kann das Geld online wie offline. Beide Welten kann ich damit bedienen. Ich kann Menschen helfen damit, gesünder zu werden, besser auszusehen, mit der Kraft der Natur. Ja. Wie findest du das? Geil. Das ist deine Story. Jetzt will ich deine Story mal erklären, wie ich da, ich will sie mal rekonstruieren, okay? Okay. Hallo, ich bin Janine. Meine Kindheit war grundsätzlich geprägt von emotionalen schwierigen Problemen. Meine Mutter war Trinkerin. Wir haben sieben Schwestern. Und ich habe von meiner Mutter wenig Liebe bekommen, wenig Zuneigung bekommen. Der einzige Zuneigung war über meine Großeltern. Ich bin dann zu meinem Bruder gezogen und habe dort auch gewohnt. Und mit 18 habe ich mich echt verstritten mit meinem Bruder und ich musste ausziehen. Dann habe ich eine Wohnung bekommen für meine Großeltern, die ich dann bei anderen Worten hergeben musste an meine Mutter. Und ich habe dann eine Ausbildung begonnen und habe dann auch eine Wohnung wieder gefunden, habe mich dann quasi meine Basis erreicht. Ich habe Führerschein gemacht, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, allerdings nur 2 Jahre, keine 3 Jahre, und arbeite jetzt als Verkäuferin und kann alles so bezahlen. Aber jetzt ist eine Situation gekommen, ich bin nicht 21 und mein Leben sieht so aus, dass ich nur arbeiten muss. Und Tag und Nacht muss ich arbeiten. Ich werde rumgeschoben, rumgeschubst. Ich kriege wenig Anerkennung und Bezahlung ist ganz schlimm. Wenig Anerkennung und Bezahlung ist ganz schlimm. Am Ende des Monats bleiben mir vielleicht mal knapp 100 Euro übrig für mich persönlich. Und wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 21 und ich auch, will auch mal Kinder haben. Und die Vorstellungskraft, dass ich, wenn ich Kinder habe, dann komplett von meinem Mann abhängig bin, egal wie toll ich meinen Mann finde, egal wie viel Geld er verdient. Die Abhängigkeit von einer Person, das will ich nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht als Kind. Ich will unabhängig sein. Und auf der Suche nach einer Lösung kam eine Freundin auf mich zu und hat mir Produkte weiterempfohlen, mit der Kraft der Natur im Schönheitsbereich, im Gesundheitsbereich, den Menschen zu helfen. Die Produkte haben mich begeistert, das Geschäftsmodell hat mich begeistert. Und mit diesem Geschäftsmodell habe ich jetzt die Möglichkeit, mir Schritt für Schritt mein Einkommen selbst zu bestimmen. Nach oben eine Grenze. Und jetzt habe ich die Lösung. Ich mache meinen Aldi-Job weiter, baue meiner Freizeit mein Business auf, damit ich in ein paar Jahren finanziell unabhängig bin und mir das Leben erarbeiten kann, was ich verdient habe, was ich will, was mein Herz sich wünscht. Okay. Hört sich geil an. Was ist deine Geschäftsvorstellungsstory? Also ich fange von der Vergangenheit an und dann Ja. das Jetzige. Und dann wieso? Ja. Okay. Das kommt dann als Frau super gut an, wenn du wirklich über Emotionen sprichst. Und das Ganze, also die Basis für deine Geschäftsverschwörung ist wirklich deine Story. Okay. Du in der Offline-Welt face to face und der Online-Welt über die Kamera erzählst.
Ich würde den Namen Aldi natürlich nicht erwähnen jetzt, ne? Ich irgendwo arbeiten. Ja, du arbeitest im Einzelhandel. Ja. Und dann, dann passt es auch, weißt du? Mhm. Und dann, wenn du dann quasi die Leute ansprichst, über Produkte, das erzählst du halt, wie du Produkte kennengelernt hast, was für Mehrwerte du für dich erkennt hast. Ne? Mhm. Problem, aha, Lösung, LR, warum du. Ne? Mhm. Das ist Produktwelt. Problem, Gesundheit oder Beauty. LR, mhm. Also dann Problem, Lösung, LR, deine Story dazu. Ne? Deswegen okay. Musst du ein Produkt jetzt benutzen, auch weil Zeit, klar, das ganze Produkt musst du echt jetzt haben. Mhm. Also, weil das ist deine, weißt du, die Produkte, ich sehe die Produkte von LR als die Lösung meiner Probleme an. Okay. Die Lösung für meine Zukunft. So sehe ich das. Deswegen liebe ich die Produkte. Weißt du? Weil das sind für mich nicht nur Produkte, das sind Zauberprodukte, die mein Leben verzaubern. Ja. Das ist das Besondere an den Lehrprodukten. Und wenn du das für dich jetzt auch mal so verstehst, in deinem Herzen, dann findest du eine ganz andere Energie zu den Produkten und zu der Firma. Okay. Empfindest du das auch so? Ja. Jetzt schon, ne? Mhm. Jetzt, davor habe ich es nicht verstanden. So, war so wie so ein Loch. Jetzt habe ich ja durch diese persönliche Einarbeitung jetzt einen Sinn gegeben, ne? Mhm. Jetzt machen wir das Stopp.